Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie im letzten Video angekündigt, geht es auf die Insel Bratsch. Und da gehen wir jetzt zurück zum Hafen und werden dann auch dementsprechend mit dem Schiff rüberfahren. Wie gesagt, ohne lang zu reden, starten wir rein. Wir sehen uns auf der Insel. Bis gleich. Freut mich, euch dort zu sehen. Also den Lärm bitte hinten ein bisschen ignorieren. Die machen gerade ein Hotel fertig. Allgemeine Information. Einmal die Insel Brescia ist die drittgrößte Insel nach der Insel Krk. Und Zres. Die Insel Zres haben wir von vor 2 Jahren in die Vlogs drinnen gehabt, wo wir dann auch bei der Anreise und bei der Abreise das vom Bus aus gehabt haben, beziehungsweise mit der Fähre gefahren sind. Für die, die sich noch erinnern, sonst einfach bitte über die Vlogs reinschauen, die Kroatien-Vlogs von vor 2 Jahren circa. Da ist die Insel Zres bzw. Lošinj eben auch zu sehen. Jetzt haben wir eben auf der Insel Bratsch, gehen jetzt so wie unerwartet in einem Video von mir zu einer Kirche, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Dann geht es zum Mittagessen und nachher dann fahren wir ein Stück weiter. Ja, starten wir rein. So, und da gehen wir jetzt dann rein. So, der Teil ist aus dem 6. Jahrhundert und da aus dem 18. Jahrhundert. Jetzt aktuell sind wir eben in Hoflian. Ich finde, dass in meinen Videos jetzt von Kroatien viel zu wenig Lost Places waren. Deswegen jetzt, man sieht eben die ganzen Netze sind schon da zerstört. Oben die Fenster eingeschlagen oder halt offen teilweise. Beziehungsweise die Türen eigentlich, alles rostig, es plattelt schon ab. Es dürfte sowas wie ein Hotel gewesen sein, oder eben auch mit Tours, was oben steht.
Da sieht man sehr gut, dass da der Balken zum Beispiel schon runtergebrochen ist. Die Tür wieder offen. Da zum Beispiel die Scheiben eingeschlagen. Da dann. Und oben auch offen. Die ist aber auch schon entkernt. Man hört da drinnen schon tropfen. Und sich die Lappen. Ja, es ist mir, auch wenn es sehr ruhig da ist, es ist jetzt ein bisschen zu riskant, dass ich reingehe. Andererseits sind wir mit einer Gruppe da. Heißt, jetzt gibt es in ein paar Minuten bei uns Ecke Essen, obwohl ich sehr gerne da reingehen würde. Und dann geht das Programm auch gleich weiter. Deswegen heute mal nicht rein. So, jetzt haben wir dann auch gleich weiter. Als erstes beim Aussteigen sehen wir gleich eine Schule. So, ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus. Das ist auch auf der Insel Pratsch. Buschtschma. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ist eben, weil da dann der Marmor abgebaut wird auf der Insel Pratsch. Da ist eben ein riesiger Steinbruch. Und von dem Marmor ist zum Beispiel das Weiße Haus, der Berliner Reichstag, das Wiener Parlament gebaut worden. Ja. Ebenso wie wir das im Twitch-Stream gehabt haben, dass zum Beispiel aus St. Margarethen dort der Sandstein verwendet worden ist, ist halt von da einige bekannte Gebäude mit dem Stein, mit dem Marmor gebaut worden. Wenn wir gleich das Thema Twitch haben, lasst ihr mal ein Like da, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Kommentar da und ein gratis Abo da. Weiters, das Follow bei Twitch ist kostenlos und wenn ihr Amazon habt, Amazon Prime, einfach das gratis Prime Abo da lassen. Wird mir gefallen. So, ab mit euch in die Kirche. Also im Video kann ich gleich sagen, kommen die bunten Glasfenster besser zur Geltung als in Natura. Und es ist die Kirche auch dunkler als im Video oben. So, jetzt fahren wir noch das letzte Stück zum Hotel mit dem Schiff. Und dann sind wir fertig mit unserer Rundfahrt. In diesem Sinne hat es mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und
Es würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn es wieder einschaltet beim nächsten Video, mir ein Abo da lasst und einen Daumen hoch und einen Kommentar eben. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.